Ihr habt Kontakte auf eurem Smartphone und möchtet diese aber auch auf eurem Tablet oder auf dem PC verwenden und auch dort bearbeiten und möchtet das nicht jedes Mal mit Google oder anderen Diensten synchronisieren, dann könnt ihr das alles mit einem Synology NAS und der entsprechenden Kontakte-App machen. Dabei werden eure Kontakte zentral auf dem Synology NAS gehostet und ihr greift mit all euren Endgeräten ganz einfach darauf zu. Wie man das einrichtet und wie man das macht, das zeige ich euch in diesem Video. Bleibt dran, nach dem Intro, dann machen wir weiter. Ja, willkommen zurück zum Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wie schon einleitend gesagt, heute soll es darum gehen, wie man zentral Kontakte verwaltet, zum Beispiel auf einem Synology NAS und wie man diese dann über also diesen sogenannten CardDAV-Server dann entsprechend mit all euren mobilen Endgeräten oder aber auch dem PC synchronisiert. Synchronisieren heißt natürlich auf der einen Seite, dass ich überall die gleichen Daten habe, aber auf der anderen Seite natürlich auch, dass ich eine durchaus verbesserte Bearbeitbarkeit habe. Ich meine, jeder kennt das, wenn man versucht, auf dem Smartphone entsprechend irgendwelche vernünftige Texte einzugeben, dann wird das manchmal schon schwierig und ich sag mal, vernünftige Dateneingabe ist vielleicht auf einem PC leichter möglich, wo ich eine vernünftige Tastatur habe. Und alles das kann ich dann natürlich mit einem solchen Mechanismus, den wir uns heute anschauen wollen, dann auch entsprechend machen. Klar, man kann das natürlich auch alles über Google oder Apple oder sonst irgendwen verwalten lassen, aber wenn man da ein bisschen Wert auf seine Privatsphäre legt und nicht alles mit den ja, datensammelnden Drittanbietern teilen möchte, dann gibt es natürlich hier auch passende Alternativen dazu. Und in unserem Fall ist das jetzt zum Beispiel die DAVX5-Applikation, die dann nämlich für die Synchronisation zwischen dem NAS und zum Beispiel unseren Android-Endgeräten sorgt. Ja, und damit kann man relativ einfach die Google-Kontakte oder die Google-Synchronisation oder wie gesagt, Google gilt hier als Beispiel, kann man sich damit entsprechend sparen und hat trotzdem alles zentral verwaltet und hält es auch synchron. Es gibt auch andere Möglichkeiten als DAVX5, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich verwende DAVX5 seit geraumer Zeit und ich habe bislang also damit eigentlich die besten Erfahrungen gemacht. Für das, was ich hier natürlich zeige, gibt es auf den Synology Knowledge Seiten bzw. bei DAVX5 auf der Homepage gute Anleitungen. Die verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, dann lasst uns einfach mal loslegen. So, willkommen jetzt hier auf unserem Haus- und Technik-Demo-Server auf unserer Synology. Und das Erste, was wir hier natürlich machen, ist, dass wir im Paketzentrum das ganze Thema Kontakte installieren. Wir suchen einfach mal. Da haben wir die entsprechende App, Synology Contacts. Da gehen wir jetzt auf Installieren. Und das kann jetzt einen kleinen Moment dauern. So, da sehen wir jetzt, die Kontakte sind installiert. Jetzt können wir hier entsprechend rausgehen. Wir können hier einmal mal die Kontakte öffnen. Da sind wir hier dann als Administrator drin. So, hier hat man jetzt noch Möglichkeiten, was einzustellen, aber hier gibt es eigentlich nicht wirklich was einzustellen. Damit gehen wir wieder zurück auf den Server. Wo wir jetzt noch mal schauen müssen, ist in der Systemsteuerung, nämlich bei den Anwendungsberechtigungen. Hier sehen wir Synology Contacts und das ist freigegeben für alle Benutzer, heißt also auch hier haben wir aktuell erstmal keine Aktivitäten. Aktivitäten haben wir jetzt wieder und zwar hier im Anmeldeportal. Heißt also, wenn ihr natürlich von extern zugreifen möchtet, dann braucht ihr natürlich eine entsprechende Domain, dass ihr von außen auch auf den Kontakt des Servers zugreifen könnt, aus dem Internet. Ich mache das hier über eine Synology DDNS-Domain. Damit bekomme ich dann auch die Let's Encrypt-Zertifikate, wenn ihr da was anderes macht. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, ihr habt da vielleicht was. Ansonsten, wenn ihr nicht von extern zugreifen könnt, dann könnt ihr diese Funktionalität mit dem Kalender ja trotzdem nutzen, könnt das aber nur, sofern ihr irgendwie in einem WLAN seid, wo ihr ins eigene Netzwerk kommt. Vielleicht auch über einen VPN-Tunnel, was auch immer. Ja, also wie gesagt, das geht dann auch. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt hier auf die Anwendung und sehen jetzt hier Synology Contacts und das bearbeiten wir dann jetzt. Und zwar haben wir ja jetzt hier gesagt, Contacts.
root.mydes.me. So, ne? Also HTTPS. Wir wollen auch HSTS, heißt also den Browser zwingen, definitiv mit HTTPS oder gesicherte Verbindung zu verwenden und sagen dann hier speichern. So, das dauert jetzt einen Moment. So, was wir jetzt machen ist, dass wir jetzt hier auf unserem PC den Nutzer wechseln. Und zwar melden wir uns als Administrator ab und wir melden uns als Testnutzer 1 an. So, jetzt sind wir hier Testnutzer 1 und jetzt können wir hier entsprechend in die Kontakteverwaltung. So, und jetzt sehen wir schon hier, wir haben hier also verschiedene Sachen. Wir haben meine Kontakte, wir haben vorgeschlagen, da steht noch nichts drin, mit Sternchen, Teamkontakte. Man kann hier Kennzeichen vergeben, also Taggings machen. Das kann man sich alles überlegen, um Kontakte besser verwalten zu können. Wie gesagt, wir bleiben jetzt einfach mal hier bei meine Kontakte. Man kann jetzt hier auch gucken, wenn man ein entsprechendes Adressbuch vorliegen hat, kann man das hier auch importieren. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus und sagen jetzt, wir haben hier einen Kontakt. Wir wollen einen neuen Kontakt hinzufügen und nennen den einfach mal Test. Und der Nachname ist Kontakt. Und jetzt kann man hier noch Test kontakt@test.de, das ist die E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer hat er 1234 5678, das ist hervorragend. So, und jetzt sagen wir einfach hinzufügen. So, und jetzt haben wir den Testkontakt hier schon hinzugefügt, ne? Den kann man jetzt hier noch bearbeiten. Wie gesagt, man kann Taggings verwenden, also ein Kennzeichen hinzufügen, dass ich sage, weiß ich nicht, das ist Familie von mir aus, ne? In Rot gekennzeichnet, hinzufügen. Und gehe jetzt einfach auf Schließen und damit habe ich erstmal hier meinen Testkontakt erstellt. Das, was wir jetzt als nächstes machen müssen, ist, dass wir uns das Ganze natürlich mal auf unserem Telefon anschauen. So, jetzt sind wir hier auf dem Smartphone unterwegs und zwar im Firefox-Browser. Und jetzt geben wir hier, das war verkehrt, Kontakts. root.myds.me, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da gehen wir jetzt auf Öffnen. Und ach, da sehen wir sogar schon Testnutzer 1, hat er hier sogar schon eingetragen. Liegt wahrscheinlich daran, weil ich das gerade schon mal probiert habe. Will ja hier nicht zeigen, dass es nicht geht, sondern dass es funktioniert. So, also haben wir hier Testnutzer 1, steht hier schon drin. Also das passt schon mal. Jetzt gehen wir hier auf Weiter. Und jetzt gebe ich hier das Passwort ein. Gehen hier auch auf Weiter. Und da sind wir in unseren Kontakten. Und wie wir sehen, haben wir den Testkontakt hier entsprechend drin. Wenn wir da drauf gehen, kann man jetzt hier auch sehen, was sich da drin alles verbirgt. Ne? Müssen wir hier ein bisschen kleiner machen. Man kann das hier drin bearbeiten. Gleiche Funktionalität wie quasi auch im Browser auf dem PC. So, das, was jetzt natürlich interessant wird, das muss ich erstmal gucken, gehe ich hier auf Abbrechen, Schließen. Und zwar brauchen wir hier ja die URL für den CardDAV, den wir, muss mal gucken, wo der ist, ach, da ist er, ja dann für unseren DAVX5 brauchen. So, und da ist er. Und den können wir jetzt, dann nehmen wir den von iOS, weil von dem anderen CardDAV-Client müssten wir sonst hinten das ganze Kürzel wegmachen. Also kopieren wir den. Der ist kopiert. Und im nächsten Schritt gehen wir dann auf den DAVX5 und geben dann diese URL entsprechend ein. So, ich bin jetzt also hier im DAVX auf meinem Telefon und wir sagen ein neues Profil anlegen. Und zwar, wie wir hier sehen, mit URL und Benutzername. Dafür sagen wir fortfahren. Und jetzt müssen wir hier bei der Basis-URL, da geben wir jetzt die URL ein, die wir gerade aus dem Kalender kopiert haben. So, und als Benutzernamen geben wir hier den Testnutzer 1 ein. So,
und bei Passwort auch das entsprechende Passwort dazu und sagen dann anmelden. So, und wie wir sehen, hat das geklappt. Und das lassen wir jetzt alles erstmal so und sagen Finish. So, jetzt müssen wir hier noch auf CardDAV. Und hier bei CardDAV sehen wir jetzt also, dass wir hier diese My Contacts haben, Suggested und die Team Contacts. Ne? Das heißt, das ist jetzt nur in Englisch quasi das übersetzt, was wir gerade schon im Kalender gesehen haben. Meine Kontakte vorgeschlagen und die entsprechenden Teamkontakte. So, jetzt sagen wir My Contacts, den wollen wir jetzt synchronisieren und sagen jetzt synchronisieren. Und dann sind wir hier erstmal schon mal soweit klar. So, in den Kontakten oder in der Kontakte-App gehen wir jetzt hier auf die drei Reiter und wir wollen nur das Notizbuch oder die Kontakte sehen, die wir ja auch entsprechend jetzt gerade synchronisiert haben. Und wir sehen, neben dem eigenen Profil, was er immer zeigt, sehen wir hier unseren Testkontakt. So, jetzt können wir den mal aufmachen. Und da sehen wir, der hat also die entsprechende Rufnummer, ne, und so weiter und so fort. Wir können uns das jetzt nochmal im Detail ansehen, wenn wir hier auf Bearbeiten gehen. Also der heißt Test. Ich kann hier noch Namenspräfix und so weiter angeben. Ich kann hier Telefonnummern, kann ich jetzt sagen, das ist nicht andere, sondern das ist Arbeit, wie auch immer. Ich kann eine Telefonnummer hinzufügen und so weiter und so fort. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf Speichern. Das, was wir ja machen wollen, ist, dass wir jetzt hier auch noch einen Kontakt entsprechend hinzufügen. So, und da gehen wir jetzt auch auf den Vornamen, der heißt jetzt hier, hallo, Kontakt, und der Nachname ist Hans, keine Ahnung, völlig egal, Telefon, Mobil 01692534444, ich habe keine Ahnung, völlig egal. So, und eine E-Mail hat er auch noch, bla@blub nenne ich die einfach.de. So, und sag jetzt einfach, ich möchte den speichern. So, jetzt habe ich hier einen neuen Kontakt angelegt, den habe ich hier auch entsprechend gespeichert. Jetzt kann ich hier noch auf die Speicherorte gehen und kann mir hier angucken, dass dieser Kontakt jetzt nämlich genau auf diesem DAV-X5 Adressbuch, ne, My Contacts, entsprechend angelegt ist. So, das heißt, das hat schon mal funktioniert. So, und jetzt muss ich natürlich sagen, dass ich das Ganze entsprechend synchronisieren möchte. Dafür gehe ich jetzt erstmal wieder hier drauf und sage Verwalten von Kontakten und gehe auf Kontakte synchronisieren und sage synchronisiere. Gehe jetzt hier wieder weg und sollte dann irgendwann auf meinem Rechner hier feststellen, wenn ich das jetzt hier auch nochmal aktualisiere, dass ich zwei Kontakte habe, nämlich den Kontakt, den ich gerade mit angelegt habe. Ne? So, und wenn ich den jetzt öffne, sehe ich also, dass der hier entsprechend angekommen ist mit Telefonnummer, auch mit Mobil. Ne? Der hat eine private E-Mail-Adresse und ich kann mir auch angucken, die Änderung, die wir gerade hier bei dem Testkontakt gemacht haben, die ist nämlich auch entsprechend synchronisiert. Ne? So, da sehen wir, das ist jetzt die Arbeitstelefonnummer geworden. So, und somit habe ich beidseitig schon mal entsprechend synchronisiert. So, was man jetzt natürlich hier noch in dem DAV-X machen kann, in dem CardDAV-Server, und da haben wir hier entsprechend das Zahnrad, wo wir Einstellungen machen können. Man kann hier die Häufigkeit der automatisierten Synchronisierung entsprechend einstellen. Die steht hier momentan bei alle 240 Minuten oder sofort bei lokalen Änderungen. Heißt also, sobald ich auf dem Smartphone hier etwas mache, wird diese Änderung definitiv synchronisiert. Andersrum, wenn eine Synchronisation oder wenn eine Änderung auf dem Server stattgefunden hat, dann guckt DAV-X alle 240 Minuten, ob sich was verändert hat und würde das hier übernehmen. Das kann man anders einstellen. Das müsst ihr selber wissen, wie ihr das gerne macht. Ihr könnt auch hier sagen, dass zum Beispiel das nur stattfindet, wenn ihr in einem WLAN seid, ne, und so weiter und so fort. Wie gesagt, das schaut euch gerne im Detail an, stellt das so ein, wie ihr das braucht. Ich habe es üblicherweise so gelassen und für mich funktioniert es eigentlich sehr gut. Ja, und das war sie auch schon. Die Einrichtung bzw. Synchronisation, unverbesserte Verarbeitbarkeit oder Bearbeitbarkeit von
Kontakten auf eurem Synology NAS und die entsprechende Verbindung zu euren Android-Endgeräten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen bzw. hilft euch bei der Einrichtung und Synchronisation eurer Kontakte. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Hilft mir, hilft dem Kanal, wäre also super. Gerne dürft ihr natürlich auch den Kanal abonnieren, ist kostenfrei. Wenn ihr die Glocke drückt, dann erfahrt ihr auch alles, wenn ich hier etwas Neues mache. Und ansonsten, wenn ihr Anregungen, Kommentare, Fragen habt, bitte packt sie unten in die Videobeschreibung. Ich lese alles, ich versuche alles relativ zeitnah zu beantworten. Damit bin ich am Ende und es bleibt mir nicht mehr viel über als, ja, Dankeschön, vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und gerne wieder hier bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön und tschüss.